Ab dem 1. Januar 2020 wird sich was in Bezug auf Ausbildung und Duldung ändern. Wir wollen heute klären, wie die neue Regelung aussieht und für wen die eigentlich gilt. Neben mir ist Marie Sophie Deuter. Sie arbeitet für die Beauftragte des Senates für Integration und Migration in Berlin. Meine erste Frage: Wer überhaupt mit welchem Aufenthaltstitel eine Ausbildungsduldung bekommen darf? Genau, die Ausbildungsduldung ist für Personen, die eh schon in einer Duldung sind, die eine qualifizierte Ausbildung angefangen haben oder anfangen werden oder eben neuerdings auch eine Helfer- und Assistenzausbildung. Da ist es allerdings so, dass es eine Helferausbildung in einem bestimmten Mangelberuf sein muss und es muss schon im Vorfeld eine Ausbildungsplatzzusage für eine Folgeausbildung vorliegen, die dann eine qualifizierende zweijährige Ausbildung ist. Außerdem ist vielleicht wichtig, dass eine Ausbildungsduldung sowohl für betriebliche als auch für schulische Ausbildung geht. Das heißt, eine typische schulische Ausbildung wäre zum Beispiel die Erzieherinnenausbildung. Und auch da würde eben eine Ausbildungsduldung greifen, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Was sind genau die Voraussetzungen? Zentral für eine Ausbildungsduldung ist, dass die Identität geklärt ist. Außerdem dürfen keine schwerwiegenderen Straftaten vorliegen und dass die Ausländerbehörde noch keine Schritte unternommen hat, um eine Abschiebung vorzubereiten. Und eine Sache, die neu hinzugekommen ist, ist, dass in der neuen Regelung unterschieden wird, ob in der Duldung oder noch im Asylverfahren eine Ausbildung aufgenommen wurde. Wenn erst in der Duldung die Ausbildung aufgenommen wurde, dann müssen 3 Monate Vorduldungszeit vorliegen. Das bedeutet, dass man nicht direkt nach einem ablehnenden Bescheid im Asylverfahren in eine Ausbildungsduldung wechseln kann, sondern eben diese 3 Monate Duldung erst überbrücken muss. Greift die neue Regelung automatisch oder muss man selbst was dafür tun? Also als erstes braucht man einen Ausbildungsplatz und einen Ausbildungsvertrag. Mit dem kann man dann eine Beschäftigungserlaubnis beantragen. Das braucht man vor allen Dingen bei betrieblichen Ausbildungen. Und als letzter Schritt stellt man einen formlosen Antrag bei der Ausländerbehörde auf Ausbildungsduldung. Was ist mit der Familie? Hat eine Ausbildungsduldung auch Einfluss auf ihren Aufenthalt? Das hängt vom Bundesland ab. In Berlin ist es schon so, dass engere Familienangehörige auch eine Duldung bekommen für die Dauer der Ausbildungsduldung, wenn sie nicht straffällig geworden sind. Aber in anderen Bundesländern wird das sehr unterschiedlich gehandhabt. Da ist es teilweise leider auch nicht so. Kann man auch die Ausbildungsduldung verlieren? Leider ja. Es gibt verschiedene Gründe, zum Beispiel wenn man regelmäßig beim Schwarzfahren erwischt wird oder wenn man unentschuldigt fehlt. Oder wenn man die Ausbildung abbricht und es nicht schafft, innerhalb von 6 Monaten einen neuen Ausbildungsplatz zu finden. Wenn ich fertig bin mit meiner Ausbildung, was bedeutet das für meinen Aufenthalt? Wenn die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen wurde, dann kann danach ein richtiger Aufenthaltstitel beantragt werden. Das ist der 18a für qualifizierte Geduldete. Das geht aber nur, wenn danach auch eine Beschäftigung im Ausbildungsberuf gefunden wird. Also wenn du zum Beispiel eine Ausbildung als Malerin machst, dann musst du danach auch als Malerin arbeiten. Vielen Dank für das Gespräch, Marie. Gerne.